Mit Blitzen geschmiedete Krieger sind sowas von out. Mit Blitzen geschmiedete Orks hingegen sind das neue in. Mantic Games haben für ihr Fantasy-Rank-and-File-Spiel Kings of War eine neue Fraktion angekündigt, die Riftforged Orks. Größer, böser und durch Stormcast. Wann diese dämonischen Orks als Figuren erscheinen werden, wurde noch nicht angekündigt. Allerdings gibt es im Mantic-Blog regelmäßige Updates dazu. Unter anderem gibt es Infos zu fliegender Kavallerie. Für das deutsche Fantasy-Piraten-Tabletop Freebooters Fate erscheint eine neue Spezialistin für die Schatten und den Kult. La Katrina ist ihr Name und sie wird mit 2 Kopfvarianten ausgeliefert, sodass sie auch für beide Fraktionen passt. Warcradle veröffentlichen im November ein Geländeset aus Lasercut MDF-Holz. Das Promethean Complex Set beinhaltet mächtig viel für ein Spielfeld. Wohl ist das Design auf Wild West Exodus ausgelegt, aber auch Spiele wie Kill Team oder Volsung dürften von dem Set profitieren. Der Preis liegt bei 100 britischen Pfund, demnach ist der Preis in Europa dann plus Zoll weitaus höher. Star Wars Legion hat ein neues Regelupdate bekommen. Die Version 2.0.2 besteht aus 3 Dokumenten. Das Update des Referenzhandbuches, neue Erratas und Punkteanpassung für Einheiten und Karten. Außerdem ist es das erste Update von Atomic Mass Games, welche die Produktion und Entwicklung von Legion übernommen haben. Aktuell ist die neue Version nur auf Englisch erhältlich. Am 30. Oktober 2021 war der groß angekündigte Warhammer Day. Die Kollegen von Brückenkopf Online haben an dem Tag einen Livestream veranstaltet und auf die neuen Veröffentlichungen reacted. Einige Neuigkeiten hatte Games Workshop auf jeden Fall angekündigt. Zum Beispiel das neue 2-Spieler-Starter-Set für Warcry. Die Box mit dem Namen Red Harvest bringt neben einem interessanten Minengelände auch 2 komplett neue Warcry-Banden mit. Die Tarantulos Brood und die bereits aus dem Age of Sigmar-Universum bekannten Darkworth Savager. Für Warhammer 40k wurde das 2. Kampagnenbuch der Warzone Octarius angekündigt, sowie ein Khorne Bloodbound-Team für Blood Bowl. Apropos Bowl, Dungeon Bowl kommt endlich zurück. Warhammer Underworlds bekommt eine neue Bande rund um ein Ogre, die sterblichen Nurgle-Anhänger bekommen bei Age of Sigmar ein neues Armeebuch und die Adeptus Custodes und Genestealer-Cults für 40k jeweils einen neuen Kodex mit passender 2-Spieler-Figuren-Box. Und für Horus Heresy wurde ein neuer Primarch enthüllt. Yakatai kam. Und nun geht es weiter zu Gregor, denn der hat den Kickstarter der Woche. Danke, Gregor. Gregor macht ja manchmal kluge Sachen. Also nicht sowas wie YouTube, das ist üblicherweise so semi-klug, sondern kluge Sachen wie ein 5x5er Kallax rein für Brettspiele und Tabletop-Projekte anschaffen und Rollen drunter schrauben. Sozusagen als überdimensioniertes, absurd schweres Skateboard, auf das er dann Dennis binden und es in Richtung der nächsten Klippe losschickt. Findet ihr nicht auch, dass Dennis Ähnlichkeit mit einem Kojoten hat? Es ist seltsam, Gregor, das habe ich heute Morgen auch gedacht, aber meine Stimme ist eher der Roadrunner. Keine Ahnung. Und weil Gregor in dem Regal jetzt viel Platz für Spiele hat, macht er auch direkt beim nächsten Kickstarter der Woche mit. Lords of Ragnarok von Awakened Realms ist der Nachfolger des bereits erschienenen Lords of Hellas und liefert visuell eine Mischung aus nordischer Mythologie und Sci-Fi bzw. Cyberpunk-Ästhetik. Der Vorgänger war spielerisch relativ durchschnittlich. Moment mal, da muss ich kurz einhaken, Anmerkung von Dennis. Ich habe tatsächlich ein All-In damals gehabt bei Lords of Hellas, habe das Grundspiel gespielt und habe mit mehreren Erweiterungen gespielt, mit unterschiedlichen Leuten und wir haben immer sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Tatsächlich. Okay, also zurück zu Gregor. Das neue Spiel wurde inhaltlich aber überarbeitet und ist hinsichtlich der Spielregeln optimiert. Im Grunde ist Lords of Ragnarok ein kompetitives Area-Control-Brettspiel mit ein paar Finessen wie Helden, Göttern, Magie bzw. Religion als Spezialeffekt und dergleichen. Ein Blickfang sind die Miniaturen auf jeden Fall. Und wer nicht selber malen mag, für den ist die Sundrop-Version, in der alle Minis bereits mit einem Wash versehen wurden, eine gute Option. Gregor mag den Designstil und freut sich, dass im Pledge das Artbook bereits enthalten ist. Schließlich ist es immer etwas schade, wenn das liebevolle Design eines Spiels dann nur im Gesamtgame zu finden ist. Aber jetzt mal ehrlich, sollte Gregor nicht mal langsam runterbremsen, was die mitgemachten Crowdfundings angeht? Im Laufe der Jahre hat Gregor bei über 100 Crowdfunding-Projekten mitgemacht, Lords of Ragnarok schon eingerechnet. Wer sich ihm anschließen will, ist mit knapp 100 Euro dabei. Miep, miep. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.